This is Meni, Deve. This is Deve. This is Meni. Woo, woo! Wer kennt den Track? Unser Team ist etwas größer. Wer von euch kennt für sie? Okay. Wer liest gerne Frauenzeitschriften? Den Deve und ich auch. Wir machen eigentlich nichts anderes. Und da kommen solche Songs raus wie diese. Ich habe einen Hof, dafür Rezepte. Schuhfäden sind doch nur mal böse, das Letzte. Ich trage null Verantwortung, müssen schon mich lösen, den Äußern zu nehmen. Und Verzichtung auf die Blüten, denn nach außen geht ihr euch zwar alle als Schwestern. Doch untereinander liebt euch vor allem im Lästern. Doch irgendwo in einem Jugendhaus am Rand der Stadt, es ist immer das Gleiche, nur an einem anderen Platz. Keiner hier hat Lust, den Abend zu gestalten wie diesen. Aber leider fehlt es den Kids im Dorf an Alternativen. Und so gehen sie zur Hip-Hop-Jam, die heute steigt. Die Stimmung ist kläglich und die Meute schweigt. Boah, ich bin May, ich rappe und dichte. So fing alles an, ihr kennt den Rest der Geschichte. Genau. Schreib nicht in mein Gästebuch, denn Flieger ist mehr. Außer Hass und Neid geben deine Lieder nichts her. Dein Hobby ist nicht rappen, sondern Wissen aus Neid. Du bestreitest doch meine Jungs, wissen Bescheid. Du kannst dich unter deiner großen Cappy verstecken oder auf die, egal ob Paris hinten, neue Porno-Videos. Der ist ganz British Kiss, lieber mit Frauen oder Männern steht. Welche Paar auf Hollywood, der gemeinsame Männer fehlt. Weißt du nicht, sind diese Fragen fundamental. Alles, was du so lachst, ist mir im Grunde egal. Überleg dir, warum ich damals ins Poesie-Album schrieb. Schweigen ist Gold. Das ist wie in einem Lied von Ron Keating, seine Worte auf dich passen. Seit wann ist sie mit dem zusammen? Wen interessiert die Scheiße? Hey, komm, klar, hier sei Reise. Mir bleibt der Kragen, bitte laber nicht, ich hab es nicht. Woo! Die Zeit immer! Das gleiche wie ich, es ist Sommer. Sonne kontra Bleich ins Gesicht kommt. Hör die Wumms an, lass mal rausgehen. In die Stadt schauen, wie die Mädels aussehen. Ich weiß, das Gammelfleisch und BSE aufsehen. Erregen, scheiß drauf, lass uns grillen, bis wir draufgehen. Ich mach mich nur, ich lass es nur nicht aus der Elf. Komm, versuch es mal selbst, schmeiß doch du nicht so schnell. Ja, ich weiß, jeder Anfang ist schwer. Aber du kannst hinterher, so viel ist anderer mehr. Und so hol es auf dir raus, lass es krachen. Du bist genau so beschaffen, wir sind raus und die Werkstatt. Zu machen. Ich hatte keine Ahnung von Truten und Blasen. Mein Geld war sehr verzeiht, hab ich nicht gehabt. Es gab auch keine Phone oder Internet-Fuck. So wie Arschlag, ich war so nicht dran. Dieser Zug war da und er zog mich an. Hat gehofft, hat gekämpft, hat mit dem geweint. Ich hab mein Bestes gegeben. Es war so Arschlag, ich war so nicht dran. Dieser Zug war da und er zog mich an. Hat gehofft, hat gekämpft, hat mit dem geweint. Ich hab mein Bestes gegeben. Es war mir sehr dran. Um dich nachgebracht. Junge, heute Morgen 10. Das wär's gerade ab. Aber ja, man hilft da nichts, also auf dem Bett. Trotz Rückfahrt zu dem Bäcker im Haus ums Eck. Da sehe ich die zwei Omas am Tresen stehen. Wie sie die letzten Brezeln entgegennehmen. Fuck, ich laber ab da meine Laune hin. Dann kauf ich halt statt Brezeln einen Laugending. Aha. Habt ihr Bock? Stuttgart, was geht ab? In die 09-00-11-04 und dann helfe ich dir hier wieder raus. Ich bin Therapeut, komm und strick mich aus. Okay, da ruft schon jemand an. Wer ist dran? Hier ist Meni, der rappende Therapeut. Hochmerfreut, bitte der Nächste in der Leitung. Wie geht es euch?